Robert, das ist eine wunderbare Aussage über deine berufliche Entwicklung, deine Möglichkeiten und deine Arbeit. Wirklich in der Öffentlichkeit stehen, das tust du und das auch wirklich weiter pflegen, wenn möglich auch expandieren und es aktiv fördern. Ja? Das Schicksal ist auf deiner Seite. Du bist von der geistigen Welt geführt, beschützt, aber natürlich müssen wir was tun. Und dabei ist auch wichtig, der Sarg in diesem Zusammenhang heißt natürlich nicht Sarg, sondern deine feinstoffliche Wahrnehmung, dein sechster Sinn, dein Riecher, den du hast, den auch auf allen Ebenen anzunehmen, auf deine innere Stimme zu hören, denn das bringt dir wirklich auf allen Ebenen für deinen beruflichen Weg Erfolg. Ich bin froh, dass ich so gute Karten für dich ziehen durfte. Ja, und mit dieser wirklich tollen geistigen Information aus der geistigen Welt Information möchte ich unseren Zuschauern vorstellen, Christian Germain, der wird uns jetzt einmal im Monat begleiten mit einer Sendung. Starten tun wir am 31. August und dann wöchentlich mit einem Ratgeber. Ja, vielleicht nennen wir es Christians positive Worte für die nächste Woche. Ja, und ich hoffe, Sie nehmen genauso viel positive Energie mit wie ich jetzt nach diesen interessanten Informationen.